So Leute, der Kegel ist wieder zurück. Und ich habe jetzt soweit erstmal die Sachen finden können, außer jetzt noch eine Tigerfischhaut. Ja, die fehlt jetzt leider noch, aber ist ja nicht schlimm. Wir werden jetzt einmal den Geldbeutel hier erweitern, dass wir 1 Million Rupien mitnehmen können. Und dann machen wir nochmal. Ach du Scheiße. Und die Panzernashort. Natürlich. Die Panzernashornhaut brauchen wir jetzt auch für die Sprengstofftasche. Oh Gott. Also das wird sich echt noch in die Länge ziehen. Das, also so viel kann ich schon mal verraten. Das heißt, wir brauchen auch noch ein Schneeleopardenfell. Oh Gott. Und dann nochmal viermal das Panzernashornhaut. Oh Gott. Die Panzernashornhaut habe ich übrigens so bekommen, dass ich die Nashörner einfach so über hier mit einer Schrotflinte abnehmen musste. Weil anders hätte das nicht funktioniert. Ich habe da so viele Pfeile in diese Viecher reingehauen, aber hat die gar nicht interessiert. Das war alles für den Arsch. So, und die nächste Aufgabe, die wir jetzt starten werden, tun, ist die von Anita. Und ich wollte mir eigentlich, Moment. Ich wollte ja eigentlich hier... Hi! Ich wollte ja noch hier was gedingsen, ne? Ich wollte nämlich hier die eine Waffe erstmal kaufen. Hier das... Einen weiteren Glocken... Nein, ist egal. So, und da werden wir natürlich einen Aufsatz nehmen. Also beziehungsweise hier erstmal den Kurvbogen weglegen. Läufe. Den Schalldämpfer brauchen wir auf jeden Fall drauf. So, jetzt haben wir nicht genug Geld. Och, das ist doch nicht wahr. Ja. Schön. Kann ich noch irgendwas anderes eventuell verkaufen, damit ich mir dieses Ding noch holen kann? Mein Problem ist jetzt, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Kohle ich dafür jetzt investieren muss. Weißt du was, die Samba-Haut, die verkaufe ich jetzt auch. Stapel verkaufen. So, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Sehr schön. Ich freue mich. Ungemein. So. Das High-Power-Zielfernrohr. Naja gut, das ist eigentlich schon... Also das Zielfernrohr brauchen wir auf jeden Fall. Weil, wenn wir jetzt das größere Magazin nehmen, ja... Das bringt uns ja nichts, wenn wir damit nicht vernünftig zielen können. Obwohl, auf der anderen Seite zählen kann ich ja sowieso nicht. Stets ein guter Kunde. Sehr gerne. So, das heißt, ich habe jetzt einen Granatwerfer, ein Scharfschützengewehr, ein Sturmgewehr und ein... Die Royal Army greift den Außenposten an. Wir haben hart gekämpft, um ihn zu sichern. Jetzt kämpft, um ihn zu... Also mal... Das ist... Behalten! Kriegt Hilfe! Das kann es echt nicht sein, oder? Jedes Mal, wenn ich von so einem Ort weggehe, wird der sofort angegriffen. Sterben, du Penner! So. Danke. So, eine schöne Rolle vorwärts gemacht. Ist toll. Ja. Mann, ja, Alter, sind das Vollidioten oder sind es Vollidioten? Die Royal Army greift den Außenposten an. Ich müsste gleich hier meine Leute selber abknallen. Kämpft, um ihn zu behalten. Kriegt Hilfe! Was?
ja wohl nicht sein, ja. So Leute, die treffen doch fast schon wieder. Ja, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Großartige Killquote, ja, das ist schön. Aber ist nicht so toll, wenn hier die Gegner mich selber treffen, ne? Also wenn ich hier von meinen Leutchen getroffen werde oder so. Schön. So, haben wir es jetzt. Wer will mit mir sprechen, hey, dass ich hier Kohle kriege? Namaste. Ohne dich hätten wir den Ausgang verloren. Ja, das ist mir klar. Und ihr habt mich fast zweimal selber umgebracht, ne? Ist echt toll. Da kommt Freude auf. Aber, komm, was... Warum reg ich mich überhaupt noch auf? Es bringt dir ja sowieso nichts. So, hey, und ich habe keine Kohle mehr. Wie kommt das bloß? So. Tja, das ist jetzt die große Preisfrage, was wir dann jetzt noch so für die Herstellung, also wenn wir jetzt hier die Panzernashornhaut haben und auch noch das eine Schneeleopardenfell, was wir dann noch gebrauchen und natürlich diese eine Tigerfischhaut. Weil dann geht es ja so gesagt auf den letzten Bereich dann so gesagt zu. Tja. Das heißt, da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Um zu gucken, was da dann so gedingst, ne? So. Darf ich mich jetzt zu Amita begeben? Also zur nächsten Mission. Das wäre mir wirklich sehr, sehr lieb. Oder hat noch irgendjemand was zu scheißen? Wird der Außenposten vielleicht wieder angegriffen? Soll ich vielleicht nochmal zurücklaufen? Ist ja kein Problem. Dann würde ich aber Kilometergeld nehmen, ne? Und ich sage euch, das wird teuer. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld hier reinholen. Weil wir haben jetzt soweit alles ausgegeben, was eigentlich soweit möglich war. Und jetzt würde ich sagen, erstmal wieder sparen. Och, dann fahr weiter, du Spinner. Hä? Dachte gerade, ich hätte hier ein paar ganz Zorn gesehen. Also den Konvoi, den ich ja noch zerstören will. Ja. Aber da habe ich gerade falsch geguckt auf der Dings hier, also auf der Karte. Yeah. Genau, quill die da einmal hoch, wunderbar. Ich freue mich. So. Na, Amita, was hast du jetzt wieder zu meckern? Ich weiß, dass ich mich gegen dich entschieden habe, aber das war berechtigt. Weil Drogen gibt's ja, ne? Also nicht hier. Überall anders gerne, aber nicht hier. Mir schwant Böses. Was hast du dir gedacht, AJ? Sag nein zu Drogen? Ist es etwa das? Genau. Diese Felder, die du verbrannt hast, waren nicht nur Drogen. Sie waren Bücher, sie waren Medizin. Wir hätten ein Krankenhaus bauen können. Aber nein, Sabal sagt, Drogen sind schlecht und du fackelst einfach unsere ganze Zukunft ab. Ich glaube nicht das. Oh, verzeih. Hatte ich kein Recht zu reden? Sollte ich mein Haupt beugen und hinter dir herlaufen? Du kanntest ja das Kürat vor dem Krieg nicht. Ich war 6, als meine Eltern mir sagten, dass ich heiraten soll. 6! Das ist die Welt, die Sabal vorschwebt. Ich sag nur... Hör zu, Sabal ist nicht wirklich, was er vorgibt zu sein. Wenn er so um seine Tradition besorgt ist, warum bat er dich nicht, die Statuen von Kyra zu schützen? Die was? Die Statuen von Kyra. Paul versucht, sie zu zerstören, als Teil seines Plans, das Volk gegen den goldenen Pfad aufzubringen.
Das ist das Letzte, was wir brauchen können. Okay. Die schlafenden Heiligen. Lokalisiere die schlafenden Heiligen. Ach du Schande. Das ist aber immer noch nicht die Mission. Ich war mir gar nicht im Klaren darüber, dass diese Mission, die ich meine, dass sie so spät kam. Ich war eigentlich fest der Meinung, dass das eine von den Anfangsmissionen war. Rette die Geisel. Ja, das ist ja... Würde ich eventuell gerne noch mitnehmen, wenn es geht. Weil Karma is a bitch, please, ne? So. Alles klar. So. Auf Wiedersehen. So, passt sich eigentlich auch sehr gut, dass wir hier oben lang gehen, weil erstens, wir müssen hier lang wegen der Mission und wir haben hier auch noch ein Plakat, was wir entfernen müssen. Bei Werbung brauchen wir nicht, ne? So. Ach du Scheiße. Da soll ich hin? Um Gottes Willen. Ja, gut, dann mache ich hier, wenn es klappt, werde ich hier mal so ganz kurz am Berg vorbeiziehen. Oh, ich habe die Heilige Bibel gefunden, das ist schön. Besuche Rabbi Reirana für, ja, wenn ich dann Zeit dazu habe, können wir das auch noch gerne machen. Da soll ich jetzt hoch? Oh Gott. Erreiche die schlafenden Heiligen. Ja, da muss ich erstmal hochkommen, ne? Ich sehe, dass es irgendwie kommt. So wie es nämlich die Musik gerade anhört, ist das hier unter... Zeitdruck und das mag ich ja überhaupt nicht. Hoch da! Oh, los, hoch da! Mal. Hallo. Ja. Ich sag ja, das. Ich glaube, ich habe den falschen Platz zum Raufklettern hier rausgesucht. Es könnte also sein, dass ich das gleich nochmal von der anderen Seite aus versuchen muss. Ja, ist gut jetzt. Ach ja, und wir haben gleich. Ja, natürlich. Weiß ich. Ich komme hier gerade mal an und die sehen mich sofort. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Die sehen mich sofort. Mhm.
Ja, für dich auch nicht. So. Jetzt hätte ich gerne mal hier mein Scharfschützengewehr. Und ich hätte sehr gerne jetzt mal ein vernünftiges Gesicht nach oben. Und natürlich sehe ich die mal wieder nicht. Ist ja klar. Jetzt auch mal. Jetzt stirbst du. Ja, du mich auch. So. Darf ich jetzt erstmal hier mich kurz heilen? Das ist nett. Dankeschön. Freut mich aber ungemein. Meine Fresse. Na, wie gesagt, nächstes Mal hier bitte keine Bäume pflanzen, damit ich hier vernünftig arbeiten kann. So. Verteidige die übrigen Statuen. Aber hier liegen überall Leichen. Sicher das Gebiet. Wir sind gleich da. Durchhalten. Wir kommen. Oh, sag mal! Deiner Fotzenkorb! Sag mal, du... okay, also entweder kannst du oder ich kann nicht schießen. Ich glaube eher, ich kann nicht schießen. Aber ist egal. Ja, natürlich. Ach, jetzt kommen sie ja auch noch mit. Mit einem Dingenzieher. Oh, das Ding ist ja. Es ist schön. Ach. Post. Ich habe leider keine Lieferung für Sie. Das tut mir echt leid. Aber nicht weh. So. Geht mal immer weiter. Mann! Ach, lass doch diese scheiß Granaten hier, Mensch. Das nervt doch auch. So. Alter. Wir haben einen Ding geschossen, sag mal. Oh, Heli. Es nervt. Ich werde dich
Ja, komm mal her. So, komm erstmal heilen. Ich hab ihn schon längst getroffen, ey. Das kann's doch echt nicht sein. Habe ich hier keinen Raketenwerfer oder sowas ähnliches? Ja, natürlich. Mach am besten hier einen Kilometer drüber. Hallo. AJ, bist du aber zu dumm, dieses Ding da zu treffen, oder was? Das kann's doch echt nicht sein. Na also. Herrgott, 5 Stunden später. Danke dir, Bruder. Boah. Der Name hat deinen Namen diesen Statuen. Jetzt ist es Zeit, die Feuer zu entzünden. Das Volk daran zu erinnern, dass Kyra über sie wacht. Sabal, wie soll ich denn zu den Feuern da hochkommen? Oh. Klettern. Oh. Klettern. Oh. Oh. Also Dennis, na, also, ich würde ja mal sagen, das nächste Mal erstmal gucken, dann den Raketenwerfer nehmen und dann eventuell auch schießen. Ne? Also das, ne. Ne. Ich hab keinen Bock mehr. Mal Feierabend. Tschüssi. Das kann's aber echt nicht sein. Und ich bin ja extra noch lang gegangen und hab geguckt, ob da irgendwie vielleicht ein Raketenwerfer beiliegt. Und was macht der liebe Kegel? Nö, er sieht mal wieder nichts. Wie unterwegs. Geh mal weg, du. Und nerv jemand anders. Nein. Alter. Sag mal. AJ, solltest du die Seilrutsche benutzen? Nein. Danke dir, Bruder. Kühler verdankt seinen Namen diesen Stadt. Jetzt ist es Zeit, die Feuer zu entzünden. Das Volk daran zu erinnern, dass Kyra über sie wacht. Sabal, geht's noch? Klettern, Bruder, klettern. Boah, ich könnte ausrasten. Soll dieser Spinner einfach nur die Dinger hier runterrutschen? Und was macht er? Nee, nimmt die Seilrutsche und springt dann noch zwischendurch runter. Wunderbar. Perfekt. Dumm wie ein Stück Brot. Ja, los. Hoch da. Das ist eine Arschenbewegung. Nein, ich bin nicht aggro. So. Nerviges Nerv. So, und da soll ich jetzt rüberspringen. Oh Gott. Also wenn der da jetzt auch wieder runtergefallen wäre, Alter, ich hätte den Kopf kürzer gemacht. Wieso gehe ich jetzt hier? Also man kann wirklich sehen, wie blöd ich jetzt zu dem Zeitpunkt bin.
Ja, alles klar. Die Granate war übrigens auch für dich. No. Aber komm, lassen wir mal so stehen. Weil ihr kriegt jetzt einmal nur noch Schläge und gut ist. So. Einmal hier bitte runterlassen. Dankeschön. Oh. Nee, nee, ist überhaupt nicht nervig. Nee, nee, alles gut. Ich reagiere in solchen Situationen, wenn ich so ausraste, reagiere ich immer so. Ist einfach ein Avec-Plaisir von mir. Und das glaubt man mir jetzt auch noch, ne? Ist ja nichts Neues. So, komme ich da so hin? Na, perfekt. Wenigstens eine Sache, die heute mal klappt. Erstmal. Kommt da schon wieder so ein Spinner? Ich sehe da keinen. Hallo? Das machen wir ganz einfach, weil es ist mir aber zu blöde. So. Alter. AJ, ich muss dich sehen. Es ist wichtig. Aber über Funk kann ich nicht mehr sagen. Bitte komm nach Scharnath. Warum? Wieso sind jetzt schon wieder so viele Spacken hier? Leute, die Mission ist beendet. Nervt mich nicht. Ihr könnt gerne auch so sterben. Also wenn ihr das gerne wollt. Ich hab da kein Problem mit. Das ist lustig, AJ. Als du nach Kyrat kamst, dachte ich, wir räumen hier gemeinsam auf. Machen klar Schiff. Töten ein paar Terroristen. Kyrat braucht einen Frühjahrsputz. Raus mit dem Alten, etc., etc. Aber im Auftrag anderer zu töten, das passt nicht zu dir, Junge. Was meinst du, warum Amita und Sabal so heftig um dich werben, hm? Sie haben Angst vor dir, AJ. Und das sollten sie verdammt nochmal auch. Mhm. Ja, sollen sie Angst vor mir haben. Ich habe selber Angst vor mir gerade, weil ich gerade so ausgerastet bin. Aber okay. Das lasse ich jetzt einfach mal so an der... ne? Und so. Gut. Wo hätten wir denn jetzt noch die Kisten? Die würde ich nämlich gerne noch mitnehmen. Würdest du da bitte die Leiter hochgehen, du Spackenkopf, du? Dankeschön. So. Freue ich mich ja ungemein drüber, dass das überhaupt mal funktioniert hat. Sehr nice. So. So, hier, AJ. Jetzt darfst du die Seilrutsche auch benutzen und darfst auch bis zum Ende durchrutschen. Nice! Mensch, du kannst es ja. Ist das schön. Das gefällt mir ja richtig. Ich habe wahrscheinlich gerade den Fehler gemacht und habe einfach die Leertaste gedrückt, wo er in der Luft war mit der Seilrutsche, weil ich einfach schnell abbrechen wollte. Und das war wohl der Fehler. Was? Die Schnauze zu hier. So. Also diese eine Kiste hier vorne würde ich gerne noch mitnehmen, wenn ich die jetzt noch, ja, ich weiß, dass der Timer jetzt auch vorbei ist. Das ist sehr schön, da freue ich mir gerade einen Keks. So, ich will aber eben noch diese eine scheiß Kiste hier vorne holen. Also das hätte ich gerne noch. Die andere, die da oben irgendwo ist, die geht mir jetzt eigentlich am Arsch vorbei, aber ich glaube, da ist eine Höhle, oder bin ich da jetzt falsch? Ist da eine Höhle oder ist da keine Höhle? Verhüll mich nicht.
keine Höhle. Aber hier ist er trotzdem. Hahaha. Ha, ha. Lustig. Lustig, lustig. Tralala. Wow. Also das war, ne? Das war schon sehr deftig.